Hallo, ihr Lieben da draußen. Ja, eigentlich wollte ich gar kein Video machen und schon gar nicht zu so später Stunde. Aber mich beschäftigt schon seit ein paar Tagen eine bestimmte Thematik. Und es geht dabei um die alternative Aufklärungs Szene und die großen bekannten YouTuber, die uns täglich oder beziehungsweise täglich und stündlich ja, mit ihren Videos beglücken. Ja. Also ich schaue mir diese YouTuber auch an. Oftmals ist ganz Interessantes ja, an Neuigkeiten dabei. Ja, viel auch auf Theorien aufgebaut. Nun gut. Was mir jedoch aufgefallen ist, diese ganze Aufklärerei ist ja schön und gut, aber vorwiegend geht es ja auch immer um Beklagen, Rumjammern, man ist verzweifelt und das spiegelt sich dann auch anschließend in den Kommentaren unter diesen Videos wieder. Nur was ich ganz arg vermisse ist, dass da so gut wie keiner mal von diesen Aufklärern eine Lösung einfordert. Das lese ich da nicht. Und ja, es ist jetzt ein neuer Stern am Aufklärungshimmel aufgetaucht. Und ja, er macht seine Sache soweit gut, indem er, ja, er kann gut reden, er ist voll motiviert, er will Deutschland, retten. Gut. Er hat auch schon sehr viele Menschen erreichen können und aber er hat auch keine Lösung. Ja, und da habe ich gelesen in seinen Chats, in seinen Live-Chats, weil er macht zurzeit auch hin und wieder Livestreams, und da habe ich des Öfteren in seinem Live-Chat gelesen, wie Leute geschrieben haben, ja, was ist denn jetzt die Lösung? Oder was möchtest du denn? Und ja, da kam keine Antwort drauf, ne? Dann wurden ihm bestimmte Namen gesagt, die eine Lösung anbieten schon. Und die hat er sofort vehement abgelehnt, als Sekte bezeichnet und ja, die kann man nicht ernst nehmen, sollte man sich auch gar nichts anhören. Ja, ich frage mich, wenn da Menschen oder Leute sind, die eine Lösung hätten. Und ich lasse jetzt mal außen vor, ob diese Lösungen jetzt fruchten würden, ob die was bringen würden oder nichts bringen. Ja. Aber immerhin, sie schlagen eine Lösung vor. Und dann kommt jemand Neues und sagt, die Lösung ist nichts. Die ist Blödsinn, das ist Spinnerei, was weiß ich, hat selber aber keine. Wie soll man das dann finden? Also meine Meinung ist, das ist dann wieder jemand, der so eine Art Führungsposition
Position hat, der, wo die Leute sich wieder dran klammern, in der Hoffnung, der bringt uns jetzt Heil und Segen, ja, für unser Land, keine Ahnung. Tja, hatten wir das nicht alle schon? Wie viele Gruppierungen hatten wir denn schon? Also mir fallen jetzt gerade spontan die Friedensmahnwachen ein. Dann kam eine Gegenbewegung. Dem war das alles nicht genug. Ja, man sagt auch, dass das vom System selber kreiert wurde, um die Leute abzufangen. Ja, Pegida. Es gab verschiedene Demos und so weiter und so weiter. Aber auch die hatten keine Lösung. Es wurde immer nur beklagt, gejammert. Und diejenigen, die Vorschläge zur Lösung hatten, wurden immer ausgeschlossen. Ja, und was will ich da jetzt mit verdeutlichen? Genau. Ich möchte, nein, ich fordere ein, dass diese ganzen Protagonisten, die ihr mit euren Abos unterstützt, mit euren Klicks unterstützt, mit Spenden unterstützt, dass ihr von diesen Protagonisten jetzt Lösungen einfordert. Weil die Zeit rennt uns davon. Diese Globalisten haben nichts Gutes hier mit unserem Planeten vor und auch nicht mit den Menschen, die da drauf sind. Und das wird langsam knapp, um dem noch richtig entgegenwirken zu können. Und deswegen wird es jetzt echt Zeit, dass ihr alle, die ihr diesen Leuten zuhört, sagt, dass ihr eine Lösung wollt und dass sie euch eine geben sollen. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ne? Ja, dann sage ich mal, bis demnächst in diesem Theater. Denkt mal drüber nach, ob ihr immer wieder einen neuen Führer braucht, immer wieder eine neue Gruppierung oder ob ihr endlich mal eine Lösung haben möchtet zur Befreiung von diesem ganzen Schmock da draußen. Ja, und die Lösung, dass alle sich zusammenschließen, was soll dabei rauskommen? Das ist nämlich die nächste Frage. Ja? Das ist ja schön, wenn man sich zusammenschließt. Dann macht man wieder irgendwelche Veranstaltungen und dann wird wieder alles warm, aufgebrüht. Ja? Also mit Lösung ist gleichzeitig auch gemeint, dass auf diese Lösung eine Handlung folgt. Ja? Dass man in Handlung geht. Also, das war noch ein kleiner Nachtrag. Also fordert von diesen Leuten endlich ein, wie ihr handeln könnt. Ich empfehle gleichzeitig, sich das Video von Heiko Schrank über die GEZ anzugucken. Das letzte, was er darüber hochgeladen hat, weil da wird auch eine Lösung angeboten, wo ihr in Handlung gehen könnt.
dass ihr euch dieser GEZ entledigt. Und das meine ich. Etwas anbieten, wo man in Handlung gehen kann und dann die Heilung eintritt für einen. Also, fangt endlich an zu handeln. Tretet diesen Leuten auf die Füße. Also ich unterstütze diese Leute nicht. Ich unterstütze nur die Leute, die eine Lösung anbieten. Und die schaut euch mal an. Bis dann, ihr Lieben.